Ich bin mit meinem Freund Gesa auf einem kleinen Bushcraft-Gang und ich werde die Zeit auch nutzen, um mit ihm zusammen vielleicht ein bisschen was zu üben, aber auch eine Videoantwort zu machen. Bis dann. Gesa, willst du was sagen? Hello everyone. Okay, bis dann. So, jetzt haben wir Unterschlupf als erste Priorität aufgebaut mit Planen und von Möbeln. Jetzt zweite Priorität machen wir Feuer. So, keine Zeit gehabt zum Filmen, weil das Essen erstmal aufgesetzt werden musste. Aber jetzt ist der Reis so weit, dass er vor sich hin köchelt und die Mohrrüben, Kartoffel, Zwiebel, was auch immer, Eintopfsuppe vom Gesa ist auch aufgesetzt. Jetzt wird weiter gekocht und dann melden wir uns wieder. Bereiten wir. Ich krieg einen Unterricht von Gesa im Feuerbohren. Ich habe jetzt gerade mal das erste Mal in meinem Leben gehört, wie man so eine Kerbe, wie die Kerbe aussehen sollte, damit genug Luft später an die Sache rankommt. Also nach unten, also quasi wie ein V, das die Spitze oben hat. Oder wie soll man das sagen? Ist das so okay? Like that? Gesa? Mm-hmm. Oh, it's nice warm in the back from the embers there. Like that? More? Yes, and more, more. Still more. Until here, yeah? Until almost the middle. Okay. Wir haben heute ganz schön Wind, aber ich hoffe, dass man alles auf dem Ton ganz gut verstehen kann. So. And to the bottom more wide, yeah? Yeah. So like that. Aha, okay. And even a bit wider, so wider. Slice a little piece off here. A few millimeters, one or two. Like that? Yes, and the other side too. I would give him more space. Mm-hmm. I guess like that. Okay, let's try it. One more loop around the stick. Loops get kind of tangled here in the end. Uh-huh. Let me
little bit of smoke. Yeah. You have to give some acceleration and more power, more pressure and power. Accelerate. Sie haben die Geschwindigkeitsbegrenzung übergehabt. Power. Let's check it out. Carefully. Carefully remove the board. Maybe it's... No, it's not anymore. Out. Yeah, it's gone. But a good first step. Okay. Another hole or in the same? Oops. Quickly remove the board. Yeah. You have a number. My first in my life. Okay. Good job. Oh. It was an easy job. Anstrengend. Thanks to God. Anstrengend, ja. Anstrengend. Oh, Leute. Mein erste Glut. Fix und fertig, aber mal froh, dass ich das mal geschafft habe. Unter Anleitung von Gesa. Hätte ich nicht geglaubt. Okay, da fliegt's. And now you have to make your second ember. Okay.
close a bit. A bit push the dry grass, but just a little bit. Blow it strongly. It's almost gone. See? It went out. Got some burning marks in the grass. This didn't take any, maybe too wet, but this seems to take some. And it will do it again. Now you got me pumped. Also, jetzt geht's nach Hause. Wir kriegen gleich noch einen schönen Auszug hier von der Sonne. Könnt ihr die sehen? Schöner Sonnenuntergang gibt es. Und mein Rucksack, wie man erkennen kann, ist da hinten drauf. Ups, sorry für die Schiffkrankheit. War nicht so gemeint. Ja, also, ich bedanke mich auch bei Gesa für diesen tollen Nachmittag und hat mir wieder Mut gemacht, weiter zu üben mit dem Feuerbohren. Und tschüss!